Er betont selbst gerne seine deutsche Herkunft und hat nun zu einem eher plumpen Schlag. Gegen politische Gegnerinnen ausgeholt. Donald Trump wünscht Demokratinnen dahin zurück, wo sie herkamen. Washington, US-Präsident Donald Trump. Hat mehrere Demokratinnen im Kongress aufgerufen, die USA zu verlassen und in ihre vermeintliche Heimat zurückzukehren. Trump schrieb am Sonntag auf Twitter, es sei interessant zu beobachten, wie progressive Demokratinnen, die ursprünglich aus Ländern mit katastrophalen, korrupten und unfähigen Regierungen kämen, den USA erklärten, wie die Regierung in den Vereinigten Staaten zu funktionieren habe. Warum gehen Sie nicht zurück und helfen dabei, die total kaputten und von Kriminalität befallenen Orte in Ordnung zu bringen, aus denen sie gekommen sind? Der Präsident spottete, diese Orte bräuchten den Rat dieser Frauen dringend, sie könnten gar nicht schnell genug aufbrechen. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Frontfrau der Demokraten, Nancy Pelosi, sei sicher gern bereit. Die Reisepläne zu unterstützen, schub Trump hinterher, and vigorously telling the people of the United States, greatest and most powerful nation on earth, whose government is to be run. Don't tie go back and help fix the totally broken and frame and fasted places from fish tie can. Tin come back and show us who Donald J. Trump, et al. Donald Trump, 14. Juli 2019. Donald Trump. Seitenhieb baut junge Politikerinnen. Trump selbst betont gern seine ausländische Herkunft, er nannte keine. Namen, spielte aber unmissverständlich auf eine kleine Gruppe junger und aufstrebender demokratischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus an. Die sich intensive Machtkämpfe mit Pelosi liefern. Dazu gehören Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressler und Ilhan Omar. Sie kommen zum Teil aus Einwandererfamilien, sind bis auf Omar, die in Somalia aufwuchs. Willkommen, aber in den USA geboren. Trump selbst spielt bisweilen gerne auf seine Wurzeln in Deutschland an, allerdings mit teils widersprüchlichen Aussagen. Donald Trump. Verbalattacke just am Tag geplanter Großrazzien. Trumps verbale Attacke fiel auf den Tag, für den der Präsident groß angelegte Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltspapiere in den USA angekündigt hatte.
Es wurden Durchsuchungen der Einwanderungsbehörde ICD in mindestens 10 Großstädten erwartet. Geplant war die Festnahme von rund 2000 nicht registrierten Migranten. Leib entgegnete Trump ebenfalls per Wett, dieser sei gesetzlos und in seinem Amt ein kompletter Misserfolg. Erste Krise. Seine gefährliche Ideologie ist die Krise, schrieb sie. Trump müsse des Amtes enthoben werden. Ocasio-Cortez war unlängst bereits Opfer von Ausfälligkeiten eines US-Lokalpolitikers geworden. Zuvor war ihr ein Paukenschlag bei den Vorwahlen der Demokraten gelungen. Auch interessant: jung, weiblich, muslimisch. Oder schwul, diese Abgeordneten bereichern jetzt die US-Politik.